Hallo zusammen, da ist ich eine, du ein, heute mit Christoph Wolfisberg. Fang ich an. Okay. Also, wie du damit machst. Also gut. Ein Kunstsachverständiger läuft durchs Niederdorf und sieht in einem kleinen Laden plötzlich, wie eine Katze aus einem kleinen Schälchen trinkt im Schaufenster. Und er denkt, nein, ich drehe durch, diese Schale, die ist um die 3000 Jahre alt. Die ist ein Vermögen wert, ich muss die haben. Aber wenn ich jetzt nicht reingehe und sage, ich hätte gerne die Schale, dann merkt er das. Also geht er ganz unauffällig rein und sagt, grüezi, das Kätzchen da, das ist ein Herziges, kann man das kaufen? Dann sagt er, Sie können nicht meine Katze kaufen. Er, ja, aber ich brauche eine, weil ich habe ein neues Haus, dort hat es ziemlich viele Mäuse und ich habe noch keine Katze. Der andere, ja, also von mir aus, sagt er 100 Franken? Er, nein, also sorry, das ist meine Katze, ich gebe doch die nicht für 100 Franken. Er hat 200. Er sagt, hey, das ist ein lebenslanger Gefährte von mir, das ist mein Kätzchen, mein Büsi. Also gut, 300, letztes Wort. Er sagt, also gut. Aber dann geben Sie mir noch das Schälchen mit, damit ich gerade etwas fürs Futter habe. Und dann sagt der Typ, das Schälchen kann ich Ihnen nicht geben, weil das ist mein Glücksschälchen. Dank dem habe ich in den letzten 2 Monaten schon 14 Katzen verkauft. Schön. Jetzt du. So, jetzt ich. Ein Hobbyjäger geht in der Schonzeit jagen. Schonzeit ist der, wenn man eben nicht sieht. Wenn wir nicht dürfen. Ja, den dürfen wir nicht. Und er geht also wildern. Also dann geht er in den Wald wildern und prompt er schießt einen Hirsch. Schießt den Hirsch, holt ihn, ist ganz stolz, buckelt ihn und läuft ganz zufrieden durch den Wald und kommt langsam auf eine Lichtung zu. Und die Lichtung ist leicht gewölbt, das heisst, als er schon so ein Drittel von der Lichtung gemacht hat, sieht er plötzlich auf dieser Seite den Wildhüter zu laufen kommen und denkt, oh verdammt, was erzähle ich dem Wildhüter? Und wie sie einander immer näher kommen, denkt er so, was erzähle ich dem Wildhüter? Was erzähle ich dem Wildhüter? Bis zum Moment, wo sie Nase an Nase voreinander stehen und einander so anschauen. Und dann fragt der Wildhüter so, ja, was haben wir denn da, was? Dann sagt der Hobbyjäger, ein Hirsch! So denn? So, danke vielmals. Tschüss. Ciao. Ja, man sieht ihn nicht kommen.